So, endlich geht's wieder weiter. Wir sind endlich umgezogen. Ich kann endlich wieder weiterspielen. Die ganze Geschichte hat ungefähr ziemlich genau 10 Tage gedauert. Ich muss erstmal wieder abchecken, wo ich bin, was ich getan habe und was ich tun werde. Und zwar, wir sind umgezogen, richtig. Sascha, Dima und ich, der Fabi, wir sind umgezogen von Stuttgart nach Düsseldorf. War eine Riesenaktion, im Prinzip ein Harakiri-Umzug. Wir sind, was habe ich denn alles dabei? Aha. Kurz abchecken. Sorry, wenn ich noch ein bisschen hier neben der Kappe bin. Ich muss erstmal wieder reinkommen in die ganze Geschichte. Ich schau mal, wie es da oben aussieht. Man weiß ja nie. Erstmal ein Schwert nehmen. Zack, zack. Nee. Es ist Winter? Nee. Interessant, interessant. Interessant. Alright, wir haben Winter. Ich check mal kurz die Lage. Die Bäume sind da. Okay, ist wieder eingefroren. Okay, wir haben Winter. Okay, wir haben Winter. Das schickt mich jetzt mal ein bisschen. So, genau, wir sind umgezogen. Es war ein Hammerstress. Ich habe immer noch kein Internet. Anscheinend soll es heute Abend freigeschalten werden. Es ist ziemlich genau 22.14 Uhr und es hat immer noch keinen Sinn, weil ich habe auch keine Treppen. Doch, ich habe Treppen dabei. Ich habe leider Gottes immer noch kein Internet. Wir warten wie kleine Kinder auf Internet. Aber leider Gottes kommt kein Internet, leider Gottes. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Ich hoffe, also ich werde nochmal anrufen nach diesem Video und frage diesen schönen Anbieter, ob er doch nicht freischalten könnte. Sie haben uns versprochen, das heute freizuschalten, aber anscheinend haben sie uns vergessen. Sie wollen uns nicht freischalten. Sie haben gesagt, sie wollen uns nicht freischalten. Sie könnten uns freischalten, aber nein, wir haben was anderes zu tun. Warum müssen wir euch denn freischalten? Ne? Ich so, ja, warum nicht? Sie haben uns fuck off versprochen, am 1. alles freizuschalten, aber es scheint nicht so. Also ich werde jetzt erstmal ein bisschen hier aufräumen, mein Inventar, weil hier ist irgendwie zu viel Müll drin. Fangen wir mal an. Kaktus, die Blumen, die Bäume. Oh. Genau. Knochen kann ich wegschmeißen. Schießpulver. Und ansonsten würde ich sogar fast sagen, ich lasse es drin. Kakteen mache ich auch noch weg. Gut. Kurz die Lage draußen checken, bevor es dunkel wird. Hier habe ich komischerweise noch Wasser. Noch Wasser, genau. Warum ist es hier weniger geworden? Ha, das ist ja komisch. Was ich machen kann, ich kann versuchen, das Wasser... Ich glaube, ich werde es einfach mal da dran bringen. Ja, warum nicht? Genau. Ja, wir sind umgezogen und alles installiert. Wir haben uns ein bisschen unterschätzt. Es war so viel zu tun. Also wir dachten erst in der ersten Woche, wir waren schier im Verzweifeln, weil wir gar nicht mehr... Wir haben einfach kein Ende mehr gesehen in Sicht. Okay, hier friert gerade alles ein, verdammte Scheiße. Es ist kalt geworden. Der Winter ist eingetroffen. Ja, genau, jetzt sind wir auf jeden Fall mein Zimmer fertig. Ich kann spielen, ich kann aufnehmen. Das ist natürlich mit Abstand das Wichtigste. Und, ich kann hier laufen. Interessant, interessant. Okay, interessant. Dann kann ich den anderen Eimer auch gleich auffüllen. Und den kann ich dann wieder wegschmeißen. Gut. Ja. Genau, mein Zimmer ist fertig. Ich laufe nur mal ein bisschen rum, schaue mir mal die Gegend an. Vielleicht hat sich was verändert, vielleicht gibt es was Neues, vielleicht habe ich was übersehen. Genau, mein Zimmer ist fertig. Dima seins ist auch komplett fertig. Sascha seins, müssen wir noch ein bisschen was tun. Also noch eine schöne Lampe anbringen. Die haben wir schon gekauft, nur keiner hatte den gewissen Elan, um sie anzubringen. Genau, dann fehlt noch ein Stuhl in seinem Zimmer und dann ist sein Zimmer auch schon fertig. Unser kleines, schickes Büro in Anführungsstrichen, da wo unsere Rechner drin stehen, das Zimmer ist auch fertig, aber der Rest ist überhaupt noch nicht fertig. Also es ist echt Rohbau pur. Naja, das ist nicht Rohbau, aber es ist halt so, dass wir jetzt fast alle Lampen fertig haben. Und...
Das war es eigentlich auch schon. Die Küche haben wir bestellt. Anscheinend kommt die genau vor Weihnachten. Mit viel Glück hatte er gemeint, der gute Herr. Okay, warum stehen hier so viele Baumstämme? Sind die runtergefallen? Na, aber ich ernte mal den Baum. Genau, also anscheinend kommen die vor Weihnachten. Ich hoffe es schwer, weil das ist echt ätzend ohne. Also Kühlschrank haben wir da, aber wir haben leider Gottes keine Küche. Und die ganze Zeit nur so Zeugs zu kaufen wie. Ich habe so einen kleinen Backofen mitgenommen. Da passt genau eine Pizza rein. Das ist halt ätzend, weil mehr wie Pizza und Fischstäbchen oder sowas und Baguettes reinschmeißen, geht eigentlich nicht. Ansonsten, wenn ich mir ein bisschen die Gegend anschauen. Es ist im Moment, friert alles ein. Das ist ja mal interessant. Was geil wäre, wenn man so ein Schneemobil hätte und da könnte man über das ganze Eis heizen. Aber nee, sowas gibt es ja leider nicht. So, was auch geil wäre, wäre so ein Fallschirm. Dann könnte ich immer von meinem, hier in meinem schönen Häuschen runterjumpen und gucken, was Sache ist. Hier ist Wasser, aber da unten ist kein Wasser. Da oben. Da ist alles eingefroren. Okay, bleibt zu. Ich habe gesehen, dass hier noch ein paar Sachen sind. Die schlage ich mir mal frei, dass meine Decke endlich fertig ist. Und dann sehen wir auch schon weiter. Genau, unser Bad ist auch fertig. Habe ich heute komplett fertig gemacht. Hab ich mir noch so ein kleines, schönes, schickes Regalchen hingebaut für meine Rasierer. Ich habe zwei Stück, weil ich doch immer so komplett so stressigen Bart habe. Brauche ich leider zwei, aber ist ja kein Thema. Schönes kleines Regal dran gemacht. Und ansonsten ernähren wir uns nur von Aufbackbrötchen. Und ansonsten. Wartet mal kurz. Genau. Genau, ansonsten ernähren wir uns von Aufbackbrötchen, belegte Brötchen, also dementsprechend. Tiefkühlpizza und. Was denn noch? Eigentlich nicht viel. Ah, natürlich noch ein bisschen Obst, aber dann hört es auch schon auf. Ich habe gesehen, da drüben gibt es noch Erde. Die will ich auch wegmachen, weil das sieht scheiße aus. Machen wir alles schön, ne? Alles klar, fertig gemacht. Und da müssen wir auch noch zumachen. So, genau. Mein Bett ist da. Ist ein bisschen karg. Wäre nicht schlecht, wenn man da so ein paar Bücherregale hätte oder ein schönes Bild. Apropos Bild, das fehlt nämlich auch noch in meinem Zimmerchen. Ich überlege mir schon die ganze Zeit, ein schönes Bild über meine Couch zu hängen, aber ich weiß noch nicht genau, was ich da hinhänge. Man könnte, nee, ich wollte da mal ja eine Leiter hinbauen, aber das ist für den Arsch. Gut, ich weiß noch gar nicht richtig, was ich hier mache. Ich muss mal wieder aufs Klo. Ich habe ungefähr eine ganze Kanne Tee getrunken. Ich hatte nämlich überhaupt keinen Bock, krank zu werden, weil ich die ganze Zeit raus und rein jumpe. Heute haben wir auch zum ersten Mal. Was war das? Heute haben wir zum ersten Mal Fernseher. Ich habe zwar noch nicht so richtig fern gesehen, aber ist schön, wenn man endlich mal Fernsehen gucken kann, um ein bisschen Abwechslung zu haben, ein bisschen zu relaxen, sich abzulenken. So, ich glaube, ich würde sagen, ich esse erstmal dieses komische Fleisch und dann macht das fette Geräusche. Und dann. Hunger 22. Interessant, interessant. What the fuck? Ja, wie gesagt, ich war ziemlich genau 10 Tage nicht on. Ich habe auch immer noch kein Internet. Ich nehme jetzt schon mal auf und ich hoffe, dass heute Abend Internet kommt. So viel dazu. Fisch habe ich noch. Ich gehe einfach runter, würde ich sagen. Ich habe noch eine Schaufel. Okay, ich mache mir noch kurz so eine schöne Hacke. Ah, ich mache mir gleich zwei. Oh nee. Falscher Stein. Oh, Junge, wieder nix im Kopf, ne? 1, 2, 3. Fertig. Okay, hier ist ja gar keine Ordnung drin, verflucht. Wer hat denn hier als erstes gespielt? Oh, das war bestimmt ich. So, ich habe zweimal Fisch dabei. Ich check mal jetzt die Lage dort unten ab und dann geht's weiter. Ja, genau, und heute war ein richtig heftiger Tag. Also um 8 Uhr aufgestanden und nahtlos die Wohnung. Fertig gemacht, sprich die ganzen Lichter installiert. Ich habe meinen Fernseher gehangen, den alten Oschi, ne? Ich gehe mal hier rein. Hier könnte man eigentlich auch eine. Okay, hier habe ich zugemacht, weil ich Angst hatte, oder warum? Ich glaube, da hinten gab es nicht mehr, nichts mehr. Das kann ich eigentlich auch hier machen, weil hier gibt es nämlich auch nichts. Pff, das werde ich auch machen. Ich werde mir doch das Leben nicht erschweren. Ich werde jetzt hier etwas
abbauen und dann werde ich mir doch am besten mit Erde, wenn ich da schon welche habe, mach mal einfach hier zu, weil das ist alles für den Arsch. Weil es da sowieso nichts gibt und dass ich da nicht mehr reinlaufe, verdammte Scheiße. So, die Lämpchen machen wir wieder dran, ne? Genau, heute war ein stressiger Tag. Ich habe alles installiert. Die mal oben und ich unten, mehr oder weniger. Okay. Aha, komm her, komm her. Ja, wo ist denn da jemand? Niemand. Ja, ich suche ein bisschen was, aber ich glaube, ich finde nichts. Okay, da ist auch abgebaut Kohle. So, ich gehe mal hier ein bisschen lang. Genau, das ist fertig. Und dann haben wir eigentlich gewartet auf diesen 1&1-Fuzzi, dass er uns endlich die Leitung freischaltet. Das hat er auch getan und er meinte, ja, kein Problem. Also, wenn ich zum Auto laufe, rufe ich an, ne, in der Zentrale und dann habt ihr gleich Internet, ne? Ist kein Problem. So, ja, das war um ungefähr Punkt 13.45 Uhr. Und jetzt haben wir 10 Uhr, lass mich gucken, 10.24 Uhr. Wir haben jetzt 10.24 Uhr und wir haben immer noch kein Internet. Und um 13 Uhr irgendwann hat er uns versprochen, Internet freizuschalten. Ein bisschen ätzend, aber was will ich machen? Ja, erschreck mich doch nicht so, Mann. Ich will Minecraft free. Ich will Minecraft free. Ich will